Raul den Flanke gebracht zum Goal von Michi Lang. Was war das für ein Gefühl für dich auch, wo du siehst, dass deine Flanke zum Goal geführt hat? Ja, erstmal, Moe hat mir einen super Pass gespielt. Ich habe gedacht, ich bringe ihn einfach mal vorne rein. Es ist immer schwer zu verteidigen, so einen Ball. Und dann sehe ich Michi Lang im Vollsprint hinten reinkommen. Dann macht er ihn und in dem Moment weiß man nicht, was machen. Man jubelt alle zusammen. Ich glaube, wir haben eine Bande, haben wir am Boden geschmissen und es ist unbeschreiblich so ein Gefühl. Und deswegen sind wir alle sehr glücklich. Ihr seid durchgekehrt, das Publikum auf der Rang ist durchgekehrt. Was ist das denn nach dem Abpfiff für ein Gefühl gewesen, das Joggeli, das so richtig in Ekstase ist? Hast du selbst auch noch nie so erlebt? Nein, wirklich noch nie so erlebt. Auch an die Fans herzlichen Glückwunsch oder danke, die immer uns unterstützen, sind immer für uns da und auch in schwierigen Momenten. Und ja, wie gesagt, das Stadion habe ich noch nie so erlebt. Raphael Vicky, 1-0-Sieg gegen Manchester United daheim. Ist der schönste Tag für deine Trainerkarriere und wie hast du die Sekunde nach dem Goal von Michi Lang auf der Bank erlebt? Das war wirklich ein sehr schöner Moment, fast ein bisschen ungläubig. Aber ich denke, anhand der zweiten Halbzeit fast ein bisschen verdient. Die erste Halbzeit war viel mehr solide. Wir hatten Glück gehabt, das braucht es euch. Wir hatten einen grossen Thomas Watschli, den ich im Spiel behalten habe. Ja, am Schluss ein unglaubliches Gefühl. Ich glaube, ich realisiere das wahrscheinlich so richtig, vielleicht morgen oder so. Manuel Akanji, du hast gesagt, im Trailer vor dem Match, ihr verreiset euch auf dem Feld. Das ist passiert. Wie groß ist die Freude, dass es jetzt gelangt hat, zu einem historischen 1-0-Sieg gegen Manchester United? Ja, ich bin froh, dass wir das einhalten können. Sonst wäre jetzt nur leere Worte. Aber ich glaube, jeder von der Mannschaft hat heute gekämpft und das haben wir gesehen im Fernsehen. Also, oder sagen wir im Stadion gewesen. Wir haben wirklich alles gegeben auf dem Platz. Und ja, ich bin einfach nur froh darüber oder die ganze Mannschaft, dass wir heute gewinnen können. Man munkelt ja, dass du gewisse Sympathie hast für den Club aus Manchester, aber ich glaube, heute bist du richtig froh, dass der Verein verloren hat. Das ist so. Ich glaube, ich bin noch nie so froh oder stolz, dass sie heute verloren haben, weil es ist wirklich eine super Leistung von unserer Mannschaft, wo ich auf dem Platz war. Also hätte es nicht mehr zählt, für wer mein Lieblingsclub ist, also ich hätte für den FC Basel gekämpft.